Kathi? Ich bin's, die Joe. Also, ich probier's nochmal. Ja, ich nochmal. Kannst du mich vielleicht zurückrufen? Warte, Kathi, ich wollte. Ja, hi, ich schon wieder. Ein Notruf der Freundin und Indientouristin Joe, die offensichtlich Probleme hat. Echt, oder? Kathi, vielleicht wohnst du ja da gar nicht mehr. Also wenn es jemand hört, der wo die Kathi kennt, richt sie bitte ein schöner Gruß aus. Danke. Kathi, meld dich. Ich brauch dich. Helmut! Helmut, ich brauch ein Auto! Scheiße, immer das Gleiche. Ja, okay! Kathi, ich weiß jetzt wirklich nicht, was mit da machen. Irgendwas ist da passiert, das spüre ich. Weißt du überhaupt, was ist? Ja, irgendwo bei Deli in einem Ashram, glaube ich. Glaubst du? Kathi, sind wir nicht besser, aber wir können doch jetzt nicht auf Verdacht dann überfliegen. Hey, Rocky, es geht um die Joe. Der Joe geht schlecht und ihr geht's am Arsch vorbei. Einer für alle, alle für einen. Kannst dich daran nur erinnern. Der Toni kommt auch mit. Was, der Toni kommt mit? Und was sagt der Claudi dazu? Wer ist die Claudi? Seine Freundin seit 3 Jahren. Ach so. Ja, ehrlich gesagt, ich habe ihn noch gar nicht gefragt, aber ich bin mir ziemlich sicher, Kathi, dass der. Jetzt hör bitte auf zum Spinner. Ja, und überhaupt jetzt. Nächste Woche ist Hochzeit. Von wem? Von mir. Was? Macht sie sich also allein auf ins ferne Indien an die Stätten spiritistischen Touristen-Naps. I'm looking for my friend Joe. Have you seen her? No, sorry, haven't seen her. Are you sure? Yeah, I'm sure. Die ohnehin etwas sehr spontane Kathi versucht den alten alle für einen Geist der ehemals verschworenen bayerischen Provinzklicke im Alleingang zu retten. Inzwischen geraten die Eltern der beiden Mädchen in Panik. Und das zweite ist, von nichts und niemanden abbringen lassen. Das ist das A und O. Von wem lassen wir uns abbringen? Von Gott! Das allerdings gilt nicht für die Ehefrauen. Walter, Hubert, wir brauchen euch. Du Schatz, bitte, wir reden später daheim. Wir haben da wirklich was Wichtiges zum Besprechen. Was wichtig ist und was nicht, das sagen wir euch dann schon. Ihr kommt sofort mit, und zwar jetzt! Kommt überhaupt nicht in Frage. Und schon sind auch die beiden bajuwarischen Vereinsmeier auf ungewolltem Indientrip. Nein, passt schon. Oh, okay, meine Tür. Ist das jetzt schon der Ashram? No, Ashram. Hotel, my friend. Nix Hotel, Ashram haben wir gesagt. Oh, Ashram is closed. You go tomorrow. This is very nice hotel. Father Pink Hotel. Was sagt er? Dass er schon zu hat, der Ashram. Give me, my friend. 1600. 800 haben wir gesagt. No. 800 for you. 800 for him. You double. Give me 1600. Welcome in India. I'm looking for my friend Joe. Have you seen her? We are searching both of them. Alle zwei. Also ich weiß nicht, was das bringen soll. Die Zufälle jagen sich wie im echten Leben. Und daheim in Bayern probt derweil die in die Jahre gekommene Band der ehemaligen Schulfreunde. Eigentlich haben alle längst ihr eigenes Leben, ihre eigenen Familien oder Liebschaften. Hey Fix, kann da keiner normal durch die Tür durchgehen? Ja, ihr habt aber auch schon mal besser gespielt, oder? Ciao! Ciao, mal grüß dir! Super, du lebst! Ja, bist du gewachsen? Schmarrn! Aber kannst du nicht anrufen, so wie jeder normale Mensch? Joe, die vermisste Indienreisende, hat ihrer Probleme wegen die Erbauungstour unvermittelt abgebrochen. Hey Joe, du alten Bummlerin! Jetzt geh mal her! Sag mal, wo ist Kathi? Wie, wo ist Kathi? Das weiß ich nicht. Ja, aber die sucht die doch in Indien. Was? Beste Chance ist so etwas wie die Expanded Version der bayerischen Heimatfilme von Markus H. Rosenmüller. Du kannst doch nicht das ganze Bier wegtrinken. Das gibt's nicht am Kiosk zu kaufen. Oh, sorry, ich hab so Durst gehabt. Und wo fährst du morgen hin? Das ist so ein Yoga-Retreat beim Yogi Kutana. Ja, mach dir nicht das Yoga, wo jeder mit ihm. Nee, das ist was anderes.
Das ist Ashtanga, Mysore-Style, Vinyasana-Flow. Ah, ja, kenne ich jetzt nicht. Hm. Bist du das erste Mal in Indien? Ja, aber ehrlich gesagt, bloß weil ich jemanden suche. Da die Jo, Freundin von mir, Josephine. Hast du die schon mal gesehen? Nee, kenne ich nicht. Schade.